Hallo und willkommen bei WNS News. Ich bin Arif Iqbal. Heute haben wir einige wichtige Mitteilungen für Sie. In Arroyo wurde eine Terrorgruppe, die sich selbst als Gewerkschaft bezeichnet, eliminiert. Diese selbsternannten Vertreter Night Citys Arbeiterklasse versuchten, einen Streik zu organisieren, der finanzielle Verluste in Millionenhöhe nach sich gezogen hätte. Wichtig, wenn Sie diesen sogenannten Gewerkschaftsvertretern begegnen, informieren Sie sofort das NCPD oder die zuständigen Konzernsicherheitskräfte. In den Krankenhäusern liegen immer mehr Patienten mit Verletzungen, die durch Fehlfunktionen illegal erworbener Cyberware verursacht wurden. Nicht zugelassene Implantate haben bereits einige tödliche Kurzschlüsse ausgelöst. Das NCPD fordert alle Nutzer von Cyberware nachdrücklich auf, nur von lizenzierten Herstellern zu kaufen. Sie werden es nicht bereuen. Zahlreiche Nomaden sind nahe der Stadtgrenze aufgetaucht, und zwar bei North Oak und Charter Hill. Einigen Berichten zufolge könnten die gewaltbereiten Vagabunden trotz der Bemühungen des NCPD nach Night City gelangt sein. Wenn Sie einem Nomaden begegnen, vergessen Sie nicht Ihr Recht auf Selbstverteidigung. Bei solch gefährlichen Verbrechern stellen Warnschüsse allein keine wirksame Abschreckung dar. Die letzte Story für heute. An einer N-Card-Station ereignete sich ein blutiges Massaker. Der unbekannte Angreifer eröffnete das Feuer auf wartende Passanten auf Bahnsteig 2 der Station Met Center. Bisher wurden 10 Tote und 16 Verletzte bestätigt. Wir raten allen Einwohnern aus Sicherheitsgründen dazu, alle Transportmöglichkeiten sorgfältig abzuwägen. Danke, dass Sie die WNS News eingeschaltet haben. Pass auf dich auf, Night City. Wo Rauch ist, ist auch Vargas.